Hi Leute, willkommen zur Prüfungsvorbereitung Metall. Willkommen zum heutigen Video. Und zwar möchten wir heute über die Zahnradfertigung sprechen, und zwar über die Übersetzungen. Und bevor ich anfange, will ich euch erstmal danken fürs ganze Feedback, dass ihr den Kanal abonniert und die Videos liked. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ich hoffe, dass die Videos euch auch helfen und ich versuche auch jede Frage zu beantworten. Bitte macht weiter so, abonniert den Kanal, liked die Videos, das wird mir wirklich auch helfen. Okay, und zwar geht es heute um die Zahnradfertigung, um die Übersetzungen. Und zwar, die Aufgabe lautet: Für den Antrieb einer Späneförderanlage soll ein einstufiges Stirnradgetriebe gefertigt werden. Ja, und zwar sieht es so aus, dass wir hier unseren Motor haben. Der gibt eine Drehzahl ab mit 3000 Umdrehungen in der Minute. Wir haben unser Zahnrad-Einzieher mit 19 Zähnen. Wir haben unser Modul 3. Und dann haben wir noch hier unsere N2 mit 911 Umdrehungen in der Minute. Wir sollen für das Zahnrad 2 die Zähnezahl berechnen, den Außendurchmesser, die Zahnhöhe bei C gleich 0,167 und das Übersetzungsverhältnis brauchen wir auch noch. Das heißt, das Verhältnis von dem Zahnrad zu dem Zahnrad. Und zwar will ich gleich hier mit der ersten Aufgabe mit euch anfangen. Die Zähnezahl von Z2. Habe ich die Formel hier gefunden mit N1 mal Z1 ist gleich N2 mal Z2. Wie finden wir diese Formel im Tabellenbuch? Erstmal gehen wir nach hinten auf unser Sachwortverzeichnis. Hier finden wir in der 46. Auflage. Auf der Seite 477 finden wir hier unser Z. Wir haben hier unser Z und hier sehen wir ganz viele Zahnräder und ganz viele verschiedene Seiten. Zum Beispiel hier Zahnräderdarstellung wäre für unser technisches Zeichnen. Wir haben hier Drehmomente, das ist, wenn wir es ausrechnen müssen. Dann haben wir hier noch Zahnradmaße und das wäre die richtige Seite, also diese beiden Seiten. Was ich euch empfehlen kann, ist immer, wenn ihr eine Aufgabe habt, immer hier dahinter einen Punkt zu machen, denn so findet ihr es beim nächsten Suchen viel schneller. Denn oftmals ist es so, dass die Prüfungsaufgaben, die ihr macht in der Vorbereitung, kommen auch ähnlich in der Prüfung dran. Das heißt, wir gehen auf die Seite 256 und dann sehen wir hier auf der Seite 256 unsere verschiedenen Zahnräder, unsere Aufgaben und dann sehen wir hier nochmal auf der 257 auch nochmal Zahnräder. Hier wäre es ein schräg verzahntes Zahnrad und das geht bis Seite 259. Und diese Seiten würde ich mir auf jeden Fall markieren, denn das ist alles, was mit Zahnrädern drankommen könnte. Und zwar sehen wir hier die Formel für unsere Zähnezahl, die wir benötigen. Was viele verwirrt, ist dieses Gleichheitszeichen hier. Dieses Gleichheitszeichen, das trennt die beiden Formeln. Das bedeutet, dass wir hier Z haben die Zähnezahl und das können wir ausrechnen, indem wir diese Formel benutzen. Das bedeutet d geteilt durch m. Oder wir benutzen die Formel, indem wir sagen dA minus 2 mal m geteilt durch m. So können wir auf zwei Wegen die Zähnezahl rausbekommen. In unserem Beispiel haben wir das d zum Beispiel nicht gegeben. Das heißt, wir würden die Zähnezahl mit dieser Formel ausrechnen können. Doch da wir unser dA auch nicht gegeben haben, müssen wir leider mit einer anderen Formel rechnen und die findet ihr zwei Seiten weiter und zwar auf der Seite 259. Da haben wir diese Formel mit der Antriebsformel, hier befinden sich alles drin, die N1 mal Z1 gleich N2 durch Z2. Denn wir können auch durch diese Drehzahlen, können wir dann auch unser Z2 rausbekommen, also die Zähnezahl von Z2. Was bedeutet das für uns? Wir nehmen diese Formel und stellen die Formel jetzt um. Das ist ein bisschen blöd gemacht im Tabellenbuch, das muss ich wirklich zugeben, da das ein bisschen unübersichtlich gemacht wurde, aber jetzt wisst ihr es ja. Wie können wir diese Formel umstellen? Indem wir einfach nur unser Z2 hier stehen lassen und dann können wir geteilt durch N2 rechnen. Was kommt am Schluss raus? Das wäre unsere Formel, die wir brauchen. N1 mal Z1 geteilt durch N2 ist gleich Z2. Haben wir unser N1 gegeben, unser Z1 mit 19 Zähnen und dann unser N2. Dann setzen wir alles in die Formel ein. Wie gehen wir jetzt im Taschenrechner ein? Das heißt, die 3000 mal 19 und dann geteilt durch die 911 Umdrehungen. Das heißt, wir bekommen hier 62 raus. Was ich machen würde, ist, ich würde das aufrunden. Ganze Zähne gibt. Dann haben wir hier 63 Zähne. Und was auch wichtig ist, dass ich hier diese Umdrehungen rauskürzen, weil es hier einmal mal ist und da geteilt. Als zweites suchen wir hier unseren Außendurchmesser raus. Und zwar habe ich hier die Formel gefunden mit dA ist gleich m mal in der Klammer auf Z2 plus 2. Wie finden wir es im Tabellenbuch? Und zwar gehen wir hier wieder auf die Seite 256 in der 46. Auflage bei mir und dann finden wir hier die Formel für den Kopfkreisdurchmesser. Und zwar könnt ihr entweder diese Formel benutzen, dA ist gleich D plus 2 mal M, oder ihr benutzt diese Formel M mal Z plus 2. Da wir unser D nicht gegeben haben, müssen wir diese Formel benutzen. Das bedeutet, wir setzen jetzt hier unsere Werte rein. Unser M ist 3 mm,
unser Z2 waren die 63 von vorher. Das rechnen wir dann plus 2. Das bedeutet dA ist gleich M3,0 mal 63 plus 2. Was ich gern mache, ich rechne das erst so aus. Das heißt 63 plus 2, 65 und dann mal 3. Dann sind wir bei 195 mm. Und das wäre jetzt, wie wir unseren Kopfkreisdurchmesser dA ausrechnen. Und dann benötigen wir noch unsere Zahnhöhe. Wir rechnen wie die aus. Und zwar ist das h gleich 2 mal m plus c. Wie habe ich die Formel gefunden? Wir gehen in das Tabellenbuch und suchen Zahnhöhe. Dann finden wir das hier, unsere Zahnhöhe. Und die Formel lautet hier h ist gleich 2 mal m plus c. Dann können wir unsere ganzen Werte hier einsetzen. Dann wären das hier 2 mal 3,0 mm. Dann unser C ist 0,167 und das müssen wir auch nochmal mal unser Modul rechnen mit 3,0 mm. Das können Sie auch hier sehen, zum Beispiel in der Beispielaufgabe. Hier sind wir mit der Zahnhöhe und hier wurde es genauso gemacht. Hier ist die Formel und dann wurde hier nochmal das C mal das Modul gerechnet, in dem Fall jetzt 3 mm. Und zwar, wie rechnen wir das Ganze aus? Dann rechnen wir 2 mal 3 sind 6 und dann 0,167 mal 3 und das plus die 6, sind bei 6,5. Sind wir bei 6,5 mm als Zahnhöhe. Als letztes brauchen wir noch das Übersetzungsverhältnis. Das Übersetzungsverhältnis finden wir auf der Seite 259, hier vorne. Und zwar haben wir die Wahl zwischen diesen drei Formeln. Das heißt, wir können das ausrechnen, wenn wir Z2 durch Z1 rechnen. Oder die Drehzahl 1 geteilt durch die Drehzahl 2. Das ist euch überlassen, wie ihr es machen würdet. Ich würde das jetzt mit den Drehzahlen rechnen. Und dann bekommen wir so unser Übersetzungsverhältnis raus. Die Formel wäre dann hier I. Übersetzungsverhältnis ist gleich entweder Z2 durch Z1 oder I ist gleich N1 durch N2. Ich würde jetzt diese Formel benutzen. Das bedeutet, wir nehmen hier 3000 Umdrehungen in der Minute. Geteilt durch 911 Umdrehungen in der Minute. Das kürzt sich raus. Was bekommen wir da raus? 3000 geteilt durch 911. Und das wären dann 3,3 als Übersetzungsverhältnis I. Ich hoffe, ich konnte euch hier mit der Zahnradfertigung weiterhelfen. Das war eine alte Prüfungsaufgabe, die ich hier gefunden habe. Das ist eine Sucherei, doch wenn ihr 2-3 Aufgaben gemacht habt, dann wird es schon klappen. Genau, falls ich euch weiterhelfen konnte, dann lasst doch bitte ein Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.